Hallo und herzlich willkommen. Wir machen eine Runde im Gewehrtritten mit unserem Mage Deck und schauen mal, ob wir auch da Chancen haben. Wir sind noch recht ruhig, also Rang 19, da kann man noch nicht viel falsch machen, deswegen sollte unser Anfänger Deck eigentlich schon funktionieren. Aber schauen wir mal, was unser Gegner, der ein Paladin, der gute Darkseid, so offen hat. Das Licht wird den Sieg bringen. Ihr habt es so gewollt. Priester sind natürlich deswegen eklig, weil man immer sehr, sehr stark darauf achten muss, dass sie nicht ihre eigenen Viecher verdoppeln und dann noch den Angriff anpassen. Beziehungsweise gerade im Anfangsbereich haben sie halt doch schöne Möglichkeiten, wie sie unsere Tiere halt eben oder unsere Diener halt eben wegnehmen können. Das war's. Und deswegen schauen wir mal, ob er jetzt gleich. Ist jemand verletzt? Okay, er probiert zum Heilen und nimmt sie natürlich schön hoch gleich. So. Klar, damit könnte man natürlich was wegmachen. Wenn wir sie jetzt angreifen, dann bieten wir natürlich eine wunderbare Möglichkeit, dass sie gleich mal ihre Heilung auspackt. Deswegen gehen wir nach. Deswegen machen wir Spiel und Spaß mit einfrieren. Und zieht eine Karte. Gut, damit müssen wir halt rechnen. Wir können nur 3 Schaden machen. Deswegen ausnahmsweise. Ja, bringt nichts. Ich kann ja den Dreher zum Spielen, wenn in dem Fall ist blöd. Deswegen gucken wir, dass wir alles irgendwie auf ihn reinkriegen. So. Wie reagiert jetzt der gute Darkseid? Spielt er was? Er heilt wahrscheinlich. Oder bufft? Er bufft sein Tier noch weiter. Klar, wenn jetzt natürlich nochmal ein Verdoppler kommt, sieht's unschön aus. Deswegen spielen wir Wasserelementar. Gehen auch hier weiter vor. Hat er ein Anpassen oder Verdoppeln? Das Anpassen kostet 1, das Verdoppeln kostet 2 Mana bei ihm. Das heißt, er müsste mindestens. Ja. Jetzt kommt natürlich hier das Anpassen. Und die Frage ist, was nimmt er weg? Er wird wahrscheinlich auf das Wasser im Inventar gehen oder geht er auf uns? Ja, das sehen wir gleich. Ich frage mich, ob... Er nimmt das Wasserelementar und teilt sich auf 6, um eine Karte zu ziehen. Gut, das heißt natürlich für uns noch. Wir nehmen ihn weg und geben ihm nochmal 1 ins Gesicht. So, nächste Runde. Langsam wird seine Hand ein bisschen voll. Schauen wir mal, ob er schon sein Schattenwort tot hat.
Na komm, schönes Schatten war tot. Ich frage mich, ob... Ach. Ja, es ist immer schön, wenn man sich eigentlich beeilen sollte. Aber irgendwie sind unsere ganzen kleinen Karten im Moment gerade noch gar nicht so schön gedruckt. Er spielt einen Manipulator. Und probiert weiter auf uns einzudreschen. Wir könnten ihn mit einem Feuerball wegnehmen. Ist natürlich ein ganz klein bisschen Verschwendung. Wir haben ja hier noch schön. Deswegen spielen wir... Ich frage mich, ob... ...noch einen zweiten Ogre und gehen direkt auf ihn. Dafür müssten wir 6 Mana, wenn wir die jetzt nochmal nehmen würden. Aber in der nächsten Runde können wir jetzt komplett 18 Schaden machen, wenn er keinen von uns wegnimmt. So. Und er heilt sich hoch auf 22. Der hat immer noch 3. Wir sollten ihn aber auf jeden Fall ein bisschen hochheilen. 3, 6, 8 passt. Was soll ich nur tun? Deswegen spielen wir jetzt einen Alkoholit. Schmerzen sprechen. Meine Augen, wir heilen ihn hoch auf die 7 und gehen mit ihm drauf. Ich zerschmettern! Wir können schön ins Krieg gehen. So. Nächste Runde. Es liegen genügend Schaden drauf. Hier haben wir 6, 12, 15, 16. Aber klar, da wird uns natürlich jetzt was zu spulen. Das ist eine witzige Konstellation. Ich dachte eigentlich, ich spiele nochmal einen. Ja, nochmal eine heilige Aura. Gut, sehr schön. Aber damit sieht es jetzt hier wieder ein bisschen ruhiger aus. So, fragen wir uns, was er Schönes bekommen hat. Aber wir spielen jetzt mal wieder unsere ruhigen Karten. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Ein Schaden auf ihn. Und wir schauen mal. Ja, Priester sind halt die typischen Kopiersachen. Okay, er erweitert die 5 Schaden. Und geht auf ihn los. Er hat 6 Schaden auf der Hand. Selbst wenn er jetzt anfängt zum Kopieren, was soll ich nur tun? Haben wir immer noch den Feuerball bzw. Da kann man schon mal einen Dreier-Trade machen. So, Runde 10. Jetzt kommt die große Übernahme wahrscheinlich wieder. Nicht? Ach, er hat von uns ein Sheep geklaut. Okay.
Kodo ist trotzdem dran. Wir können spielen Flammenstoß und den, dann haben wir schon mal 5 Schaden rein. Ist ein bisschen. 5 Schaden können wir nicht zusammenspielen. Das heißt, wir spielen 1+ Flammenstoß. So. Dann nochmal hier einen Schaden rein. Und 5 Schaden auf ihn drauf. So. Wir brauchen noch 5 Schaden für ihn, dann haben wir ihn. Das Dingo! Ja! Gut, das ist ein Job für uns. Ah, es langt uns nicht. Es langt uns. Na, es langt uns nicht. Wir spielen. Niemand kommt an gegen ihn. So. Sie können wir einfrieren, damit sie uns keinen Ärger macht. So. Und das geht komplett ins Gesicht und damit müssen wir eigentlich nur noch eine Runde überleben und schon haben wir es. Und die 19 Schaden, die sollte er jetzt eigentlich nicht direkt bringen können. Ja, jetzt sieht er, dass er verloren hat. Denkt sich, oh mein Gott, da kommt der Feuerball. Was kann ich da dagegen tun? Habe ich einen Tank? Habe ich irgendwas? Tank bringt natürlich auch nichts. Er spielt den Feuerball gegen. Kopiert sich nochmal, was geht. Er soll sich jetzt eigentlich nur heilen irgendwie. Ja, mich besiegt. Gut, er gibt auf. Was nicht anders zu erwarten war. Und ihr seht, mit einem sehr, sehr einfachen Anfängerdeck kann man hier eigentlich auch schon ein bisschen was reißen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schön, wenn ihr noch Kommentare habt oder das Deck ausprobiert habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare unten. Ja, und wir sehen uns direkt beim nächsten Mal. Und ja, bis dann. Ciao.